Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Lotus-Folge hier auf diesem Kanal. Wir sind heute mal wieder auf der Karte von Willi unterwegs, denn da gab es mal wieder ein größeres Update, welches wir uns hier heute in der heutigen Folge hier mal anschauen wollen. Von daher ist alles geschildert, wir sind startklar, Licht ist an, nach S plus U-Bahnhof Frankfurt. Frankfurter Allee, nicht Frankfurt, Frankfurter Allee. Nee, so weit wollen wir noch nicht fahren. Also von daher, Türen zu. Und schauen uns das mal das neue Update hier mal von Willi an. Wie gesagt, die Karte, die wächst ja ins Unermessliche. Mittlerweile ist sie schon riesig. Also ich bin ja jetzt gerade mal so über die Karte rüber geflogen und ja. Was Willi hier zaubert, das ist eine richtig großartige Arbeit hier. Aber wie gesagt, schaut euch das Ganze selbst einfach mal an. Von daher, los geht's. Erstes Ziel erreicht. Wir sehen Gewerbepark. So, und natürlich hier, ne, also das sieht auch echt ordentlich aus, ne? Kaum irgendwelche Kachelfehler oder sowas. Hier unten haben wir ein bisschen was, aber das ist echt überschaubar. Hier wäre natürlich so eine Treppe ziemlich cool, ne? Müsste man wahrscheinlich mal ein bisschen so zusammenbasteln. Aber hier, ne, also keine Probleme oder sowas. Also das sieht ja alles schon sehr, sehr hübsch aus. Also, das ist hier schon auf jeden Fall. Das ist schon eine richtig gute Qualität hier. Brücke hier. Ja, es ist schon. Auch hier hinten, ne? Also. Die Abfahrt hier. Ja, so langsam sicher genug hat Lotus so die Fehler im Griff bekommen hier mit diesen Polygonfehlern. Oder der Willi, der überlistet das. Das kann es natürlich auch sein. Ob es weniger Polygonfehler gibt. Mal ein bisschen leiser gemacht, ja. Nicht, dass euch hier die Ohren zerfetzen. Das hätten wir nicht mehr geschafft. Da ging es irgendwie dann bergab, ne? Hat man irgendwie nicht mit einberechnet, dass es dann vielleicht nur ein bisschen schneller runtergeht. So, hier auf der linken Seite haben wir das Estrell. Das ist Objekt von Willi. Das sah vom Weiten sah das sehr, sehr gut aus. Aber jetzt habe ich gesehen, dass es das einfach nur eine Textur ist. Da müsste man mal gucken. Ich kann mir nicht vorstellen. Ne, hier sehen wir es. Ne? Also, das ist schon eine coole Idee. Ich meine, das ist aber auch ein Haus, was wirklich schwer zu modellieren ist, halt. Das Estrell. Wenn es natürlich gut machen will, halt, ne? Aber ich finde das klasse, das muss ich hier immer wieder betonen. Ja? Der Willi setzt sich jetzt hier mittlerweile selbst ran und baut jetzt hier die Objekte halt für seine Karte immer weiter und immer weiter. Das finde ich eine richtig coole Sache.
Er setzt sich halt wirklich hin und baut wirklich die Objekte für seine Karte. So, hier hängt ein W-Schild in der Luft. Hat mich mal jetzt interessiert, ob das tatsächlich schon funktioniert, die Weichensteuerung, ob er das Ganze hier schon mit eingebaut hat. So, wir sind jetzt hier gerade Landsberger Allee, Rienstraße. Ja, das ist halt wirklich schade. Die Karte zum Beispiel ist nicht Multiplayer-fähig. Wäre auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Karte gewesen. Wenn man die hätte im Multiplayer spielen können. Aber auch hier wirklich viel mit Bus nachher und alles sowas. Denk mal, das ist eine richtig großartige Karte geworden hier. Hat aber auch wirklich Ewigkeiten gedauert. Ne? Also Willi sitzt da nicht erst seit 2-3 Tagen dran. Ne? Sondern das geht schon eine ganze Weile. So, Baumarkt. Was ist das, Höffner? Ja, wie gesagt, ihr müsst euch wirklich diesen Umfang hier anschauen. Also, man erkennt tatsächlich auch echt viel wieder. Gerade wenn man halt natürlich hier auf dieser Linie irgendwie vertraut ist. Ich weiß, ich musste hier damals hin, um meinen Führerschein abzuholen. Ja, das war noch Zeiten gewesen. Das war noch 2007 oder sowas. Ist schon ein bisschen her. Und da musste ich hier hin, musste meinen Führerschein abholen. Und ich kenne halt so dementsprechend halt dieses Chaos, was hier existiert. So. Ahrensweg. Jetzt brauchen wir mal wieder ein Bild hier. Das schaut doch ganz gut aus. Da vorne ist eigentlich erst Hals, ne? Hier passen locker hier 2 GT6 rein. Naja. Weiß gar nicht, fahren hier mittlerweile schon die Flex Cities? Da bin ich mir gar nicht mehr so 100% sicher. Tatsächlich. Und das auf der rechten Seite, das mit den Plattenbauten, das sieht wirklich so aus. Wer schon mal hier lang gefahren ist, der weiß das. Ja, also hier ist alles schon mittlerweile richtig gut bebaut.
Ja, also auch wie gesagt, so große, gröbe Fehler oder sowas, die fallen gar nicht mehr auf, so wie sie sagt, so kleinere Stellen, die halt keine Textur haben. Aber so an sich könnte man ja fast behaupten, dass die Karte sich dem Ende zuneigt. So diese Linie, die er bauen wollte, die scheint schon fast ausmodelliert zu sein. So, auch hier auf der linken Seite wieder alles selbst gebaut hier, die Häuser. Ja, und hier drüben, ne, also das ist schon, das ist schon nett, ja. Also das ist wirklich schon. Er liefert natürlich auch alle Objekte mit. Also das ist halt gleich mit dabei. Was ist das für ein Mauerwerk? Das kenne ich gar nicht. Ja, man muss natürlich aber auch dazu sagen, die Karte hat auch schon eine ordentliche Größe mittlerweile erlangt, so an Gigabytes, die ihr hier runterladen müsst. Ja, hier kommen natürlich jetzt auch die ganzen Fahrzeuge mit wieder in Einsatz hier. Hat er auch irgendwie geschrieben gehabt, wenn es Probleme mit der Performance gibt, so sollen die Fahrzeuge auf unter 50% stellen. Aber hier drüben, auf der, wo wir gerade lang gefahren sind, gab es ja kaum Fahrzeuge. Aber sonst, wie gesagt, also ist auf jeden Fall schon richtig, richtig weit vorwärts gekommen hier auf der Karte. Ich weiß noch, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, wo ich das erste Mal diese Karte abgefahren bin. Und das war gut gewesen, ja, weil das schon sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert hat. Allgemein bin ich, muss ich sagen, mit den Berliner Strecken echt zufrieden, die es so aktuell gibt für den Lotus-Simulator. Also da ist wirklich, da sitzen Leute dran, die machen das gerne. Die machen das mit Herzblut. Linie 67, Straßenbahn Vosshausen, die Map bei Willi. Ja, also das sind schon so Karten, die zeigen doch einfach schon, wie eindrucksvoll das Ganze schon aussehen könnte. Auch nicht zu vergessen, eine Linie 68, ja, wäre die nicht pausiert worden, das wäre auch eine extrem gute Karte geworden. Oder nicht pausiert, abgebrochen. Ich weiß nicht, was da jetzt eigentlich nun Phase ist, ob jetzt so abgebrochen oder pausiert. Ich glaube, das weiß Joe nicht mal selber. Aber aktuell hat er natürlich alle Hände voll zu tun, ja, was mit Straßenbahn Vosshausen angeht. Also von daher könnte es eine längere Pause werden.
wollte eigentlich so rumblinken. Ja, da hat er auch schon drin. Wahnsinn. Die Weichensteuerung. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist gerade mal so aus Testweise jetzt nochmal probiert. Tja. Das ist auf jeden Fall cool, ja. Also, ihr seht, ne? Also, Billy, der probiert auch sehr, sehr viel. Das habe ich noch nicht hinbekommen. Die Weichensteuerung. Da muss ich mich selbst auch nochmal hinterklemmen, wie das Ganze funktioniert. Ja. Ich muss, ich glaube, wenigstens die Autos hier runterstellen. Das ist ja, das ist ein bisschen heftig. Was die Performance angeht, auf jeden Fall. Ich hatte letztes Mal den Steven gefragt, auf was geht der Lotus-Simulator? Geht er mehr auf CPU oder geht er eher auf die Grafikkarte, so wie bei OMSI? Ne? OMSI ist natürlich mehr CPU. Lotus allerdings nutzt mehr Grafik. Verstehe ich nicht. Ich habe eine GTX 1080 drin. Ist zwar jetzt nicht mehr top aktuell, aber man geht doch von der 1080 aus, dass das Ganze noch funktioniert, oder? Mal jetzt nicht, dass es jetzt irgendwie an meiner Grafikkarte liegt, jetzt vielleicht doch schon Asbach uralt. Ja, man weiß es ja nicht. Die hat ja immerhin ordentlich viel Geld gekostet vor 2 Jahren. Ich meine, sie kostet heute immer noch ordentlich, aber das ist schon teilweise ein bisschen heftig. Also, dass so diese Frame Drops. Ich spiele hier auch nicht mehr auf wirklich höchste Einstellung, sondern nur noch auf beste Grafik, also 1:4. Ne? Und ich habe das halt schon gesehen gehabt bei der Linie 67, ja, dass da schon echt heftig ist. Und, oder geradeaus. Okay. Oder
dass man jetzt sagen könnte, eventuell, tja, installiere es mal auf einer SSD-Festplatte. Ist auch auf einer SSD-Festplatte installiert. Also eigentlich alles, was halt positiv ist, das schlägt irgendwie nicht ganz an. Das ist natürlich schon ein bisschen schade. Jetzt kommt wieder der eine oder andere und sagt so, naja, Lotus halt, ne? Lotus ist halt noch im Early Access, wie gesagt, man kann es halt immer nicht oft genug betonen, dass halt die Performance halt wirklich erst zum Schluss kommt, einer Entwicklung, ja, dass dann nochmal ein bisschen was an der Performance geschraubt wird. Ich meine, man soll da jetzt auch nicht denken, dass das jetzt später alles rausholt, was rausgeht. Also ihr seht, ne, man ist schon ordentlich lange auf jeden Fall unterwegs und das ist halt alles schon soweit ausmodelliert halt. Wie gesagt, am Anfang da in Marzahn sind da halt relativ viele Freiflächen, aber auch das, denke ich mal, wird in den nächsten Updates wahrscheinlich dann auch bebaut werden. Und dann haben wir hier eigentlich eine vollständig modellierte Strecke, dann geht es halt wirklich nur noch um die Feinjustierung und alles sowas. Ja, und dann kann man absolut echt nicht mehr meckern, also das muss man wirklich mal lassen. Also wie gesagt, der vollste Respekt an den Willi. Könnt ihr gerne mal so in die Kommentare posten, ob ihr das Ganze jetzt wiedererkannt habt jetzt hier oder... Oh Gott. Da war noch ein Punkt. War noch gelb. Wundervoll. So, warte mal, ich muss mir mal hier die Lampe angucken hier. Also wenn das nicht hochmodelliert ist, dann weiß ich auch nicht. Also das sieht schon echt, echt gut aus. Bin auch gerade am überlegen. Der Lebendig wünscht sich ja unbedingt ein Lampentutorial. Ich weiß nicht, wie ich ein Lampentutorial machen soll. Brauche ich gerade so eine Laterne irgendwie mal. Schnell so pro forma, um es einfach mal ein bisschen zu zeigen. Was man hier auch absolut mal ein bisschen loben muss. Was man hier ein bisschen loben muss, ist, dass dieser Ladekachelfehler nicht mehr vorhanden ist. Das muss man doch mal loben. Also wer sich da noch ein bisschen an den Oktober zurückerinnern kann, letztes Jahr, Oktober, November, Dezember, so in dem Dreh, war das doch ganz,
war es doch extrem schlimm gewesen, dass doch zum Beispiel auf der Karte Kleine Neustadt oder auf verschiedenen anderen Karten, ich glaube, sogar Willis Karte war davon betroffen gewesen, die doch einfach, wo das mit dem Laden nicht mehr ging, da waren dann auf einmal denn die Kacheln einfach weg. Dass Lotus das in den Griff bekommen hat. Und seitdem wurde es auch nie wieder gesehen. Hat er gut gemacht, auf jeden Fall. Die Weichensteuerung, schöne Brücken drinne. Also Willis Karte ist up to date, wenn ihr da den neuesten Scheiß euch von Lotus anschauen wollt. Mit Weichensteuerung, Brücken, mit Großkarte. Dann ist die Karte von Willi das Nonplusultra. Das solltet ihr euch denn anschauen. Die ist zwar wirklich groß zum Runterladen, aber sie ist absolut empfehlenswert. Ja. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Das war's von dem Video von heute. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Würde ich mich freuen drüber. Und ja, eventuell sehen wir uns dann zum nächsten Part hier wieder, wenn es weitergeht mit einem vielleicht mal einem neuen Update hier von unserem Willi und seiner mächtigen Karte. Also, so groß ist bis jetzt noch keine andere Karte von der Führung gerade, auch was halt so als Ausmodellieren geht, muss man schon sagen, ist Willi ganz weit vorne. Auf jeden Fall mit einer fertigen Karte. Das finden wir eine relativ coole Sache. Damit verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!